Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute über Zeiger sprechen. Zeiger sind ein Konzept in der Programmierung, das wir nicht in jeder Programmiersprache kennen. C als hardware-nahe Sprache kennt aber Zeiger. Zeiger sind etwas Tolles, sind sehr flexibel, sind aber auch etwas gefährlich. Also wie mit dem scharfen Messer muss man auch mit dem Zeiger etwas aufpassen. Ja, bevor wir jetzt mit Zeiger beginnen, wollen wir nochmal auf Variablen zurückschauen. Und ja, Variablen sind auch ein Konzept, das es in Programmiersprachen gibt und das es uns eben erlaubt, mit einem Namen auf den Speicher zuzugreifen, ohne jetzt daran zu denken, wie das im Speicher ausschaut. Also schlussendlich ist es dann der Compiler, der aus dem Namen und aus dem Typ der Variable dann einen Speicher für uns zur Verfügung stellen lässt, mit dem wir dann ganz komfortabel arbeiten können. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Variable. Also die Variable, die gibt es hier nicht. Geben tut es nur den Speicher. Und diesen Speicher, den können wir dann mit dem Namen der Variable benutzen. Und das ist eigentlich ein Konzept, das sind wir gewohnt, das gibt es in allen Programmiersprachen, also wenn man jetzt nicht in Maschinensprache und in Assembler sprechen, also es gibt es in allen Hochsprachen und ja, und der Zeiger, fällt eben auch da in diese Klasse, ist aber etwas ganz Besonderes. Und jetzt schauen wir vorher nochmal die Variablen an. Eine Variable hat einen Namen. Also, ja, jede Variable hat einen Namen und über Namen können wir mit der Variable dann arbeiten. Sie hat eine Größe. Eine Größe in Byte. Also so viel Byte steht dann im Speicher für uns zur Verfügung. Das können wir in C auch abfragen mit size of Name oder size of Typ. Bekommen wir eine Antwort, eine ganzzahlige Antwort in Byte, wie viel Byte die Variable als Speicher dann bekommt. Ja, dann hat sie einen Speicher in der Ausführung zur Laufzeit, und sie hat eine Adresse. Und zwar ist das die Adresse des Speichers und die können wir ermitteln mit dem Adressoperator. Also Ampersand, Name der Variable, das haben wir schon bei Scanf gesehen, können wir also die Adresse der Variable zur Laufzeit erhalten. Nicht zur Compile-Zeit, wissen wir noch nicht, wo es ist, aber zur Laufzeit. Die Adresse hat einen Typ, den wir bei der Deklaration und bei der Definition der Variable angeben müssen. Und zur Laufzeit hat sie dann auch, wenn sie mal definiert ist, dann hat sie einen Inhalt. Also der kann am Anfang oben nicht definiert sein, kann zufällig sein, aber wenn mal etwas initialisiert ist, da steht immer ein sinnvoller Wert drinnen. Ob es dann was Richtiges ist, das hängt davon ab, wie wir das gerechnet haben oder so, aber es steht was drinnen. Dann, die Variable hat eine Sichtbarkeit. Wo im Programm sehen wir die Variable? Also da wird auch oft dieser angelsächsische Begriff, der englische Begriff Scope verwendet. Wo sehen wir die Variable? Und die Sichtbarkeit kann sein entweder lokal, typischerweise in einer Funktion oder in einem Block. Also dort, wo wir die Variable definieren, ist sie dann sichtbar. Also lokale Variablen. Oder eben globale Variablen, die im ganzen Programm sichtbar sind. Wenn wir eine Variable außerhalb einer Funktion definieren, dann ist sie global. Wir können aber auch sagen, sie soll nur für das aktuelle Modul sichtbar sein. Also das braucht man manchmal, das haben wir noch nicht gemacht. Also dann ist sie lokal in Bezug auf das Modul, aber global über alle Funktionen im Modul drinnen dann. Also da haben wir also drei Sichtbarkeiten, die wir unterscheiden können in C. Lokal, nur im Block, global im ganzen Programm oder lokal global im aktuellen Modul, aber nicht in anderen Modulen.
Ja, dann haben wir die Lebenszeit, gell? Wie lange existiert eine Variable? Und die Lebenszeit kann entweder sein, ja, zur ganzen Laufzeit eines Programms, gell? Also globale Variablen zum Beispiel, gell? Oder während des Aufrufs einer Funktion, gell? Wenn ich eine Funktion aufrufe, wird die lokale Variable im Stack, ja, angelegt, reserviert dort, gell? Und wenn ich die Funktion verlasse, dann ist sie wieder weg, gell? Also das ist ganz typisch für lokale Variablen, also nur solange die Funktion dann läuft oder solange der Block, gell, dann existiert. Es gibt auch lokale Variablen, die eine Lebenszeit über die ganze Laufzeit des Programms haben, gell? Also das gibt es auch, gell? Das muss man aber explizit angeben, das müssen wir noch sehen. Ja, dann haben wir hier ein Beispiel, gell? Wie können wir ja, also lokale Variable hier und eine globale Variable, gell? Dann versuchen wir da mal nicht hier, sondern hier. Nicht das Programm, sondern den Quellcode. So, also hier haben wir eine globale Variable, gell? Die ist außerhalb aller Funktionen erzeugt, gell? Globale Variablen, gell? Also da viele sehen die fast so wie das Goto, dass man dafür fast in die Informatikerhölle kommt, gell? Da muss man aufpassen, was man mit globalen Variablen macht, gell? Weil auf globale Variablen können alle Funktionen zugreifen, gell? Wenn ich dann ein fremdes Modul verwende, gell, das ich nicht selbst geschrieben habe, auch das sieht dann diese Variable, gell? Also muss man aufpassen, gell? Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Funktion. In der Funktion wird eine lokale Variable definiert, gell? Und dann rufen wir die Ausgabe auf, gell? Und die Ausgabe, was macht die? Die macht die Ausgabe der globalen Variable und die Ausgabe der lokalen Variable, gell? Und, ah ja, da gibt es auch eine lokale Variable, gell? Ja, die heißt gleich. Die heißt auch lokal a und die heißt auch lokal a, gell? Schauen wir mal, welche dann ausgegeben wird. Die lokal a von Main oder die lokal a der Ausgabe, gell? Ja, was wird ausgeben? Der Inhalt der Variable, die Adresse, und da gibt es eben dieses Prozent B, um eine Adresse dann schön hexadezimal anzugeben, gell? Und die Größe hier, gell? Okay, ja, dann wollen wir das mal laufen lassen. Also, make, gell? Okay, es läuft und dann Variable. Und was passiert? Also zuerst mal, die globale Variable ist 0 an einer bestimmten Adresse, schön hexadezimal angegeben da, gell? Und dann die Größe ist 4, gell? Ja, Integer Variable Größe 4 passt. Und dann einmal steht lokal a ist 2 und lokal a ist 1. Das müssen wir uns nochmal anschauen, gell? Und zwar haben wir hier, wenn wir schauen, das sind verschiedene Adressen, gell? Die sind zwar ähnlich, gell, aber sind nicht gleich, gell? Und wenn wir das jetzt mal schauen, gedit-variable.c, dann sehen wir, aha, die erste Ausgabe, gell, ist hier drinnen erfolgt. Das ist die lokale Variable in Ausgabe und die hat den Wert 2. Und dann erfolgt die mit dem Wert 1 und die mit dem Wert 1 ist in Main, gell? Und hier geben wir den Inhalt aus, also haben wir gesehen, gell? Also 2 und 1 und dann die Adressen. Bei den Adressen sehen wir etwas ganz Interessantes, die sind sehr ähnliche Adressen, gell? Und zwar sehen wir, dass der Unterschied einfach hier hinten, gell? Also der Unterschied ist klein. Weil das ist dann, ja, boah, nicht mal 100 Byte oder so ist das der Unterschied, gell? Also die sind dann im Stack, gell? Und ja, und das ist eben ein kleiner, minimaler Unterschied. Die sind sehr nah zusammen, gell? Okay, das zu Variablen dann nochmal, gell? Und wir haben gesehen, wir können auch die Adresse der Variablen ermitteln, gell? Mit diesem Adressoperator. Okay, ja, dann kommen wir zu Zeiger, gell? Also Zeiger, gell, sind mit Variablen doch sehr verwandt, gell? Aber Zeiger können nicht Werte,
beinhalten, wie Zahlen oder sonst was, was man sich so einfällt. Nein, sie haben einen ganz besonderen Inhalt, gell? Zeiger beinhalten Adressen. Gell? Und das ist jetzt eine feine Sache, gell? Denn wenn man die Adresse von etwas hat, dann kann man darauf zugreifen, gell? Und das ist das, was man ja den Programmierern in vielen Programmiersprachen nicht zutraut. Sagt man, programmieren, gell? Also, nein, C nicht, gell? In C, gell, will man die Intelligenz des Programmierers nicht beleidigen. Und somit gibt man dem Programmierer die Möglichkeit, auch mit Adressen zu arbeiten, gell? Und das, jemand sagt, das ist hardware-nahe, gell? Jemand schimpft, C ist ein Assembler, gell? Aber jemand sagt auch, nein, C will die Intelligenz des Programmierers nicht beleidigen, gell? Ja, und wie funktioniert das jetzt, gell? Also, wir haben das eigentlich schon verwendet, und zwar in Scanf, gell? In Scanf haben wir einfach die Adresse einer Variable mit dem Adressoperator gebildet, gell? Und in der Parameterliste von Scanf haben wir Zeiger, gell? Und damit können wir dann die Adresse darüber geben und Variable eben dann dort speichern in diesem Parameter, und dann kann Scanf auf unsere Variable zugreifen, auf dieses A. Und das ist eigentlich eine coole Sache, gell? Dass Scanf außerhalb der Funktion auf andere Inhalte zugreifen kann. Gell? Ja, Zeiger sei Dank. Gell? Mhm. Ja, und das ist dieses Konzept, wie funktioniert das Zugreifen? Das funktioniert durch das Dereferenzieren. Wir dereferenzieren dann innerhalb von Scanf, und das ist der Zugriff auf den Inhalt von A, gell? Also der Parameter von Scanf beinhaltet eine Adresse, und mit dieser Adresse greifen wir dann auf einen Speicher zu, gell? Und das nennen wir das Dereferenzieren dann, gell? Mhm. Ja, eine solche Übergabe wie bei Scanf mit Adressen nennt man auch die Referenzübergabe, gell? Wenn man eine Schnittstelle hat, die nur Inhalte von Variablen übergibt, dann ist es eine Wertübergabe, gell? Okay, also ganz wichtig, Referenzübergabe, wenn man Adressen auf Variablen typischerweise übergibt, gell, als Adressen übergibt, Wertübergabe, wenn wir einen Inhalt einer Variable übergeben, gell? So, schön, aber wie machen wir selbst einen solchen Zeiger, gell? Also das machen wir durch diesen Stern, und das ist, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, es gibt eigentlich drei Dinge, gell, bei Zeigern. Also erstens, man muss einen Zeiger irgendwo definieren, gell? Das erfolgt mit der Angabe des Grundtyps, gell? Also es kann ein Integer-Zeiger sein, es kann ein Floor-Zeiger sein, gell? Es kann auch ein ganz selbstdefinierter Zeiger auf irgendetwas sein, also der Grundtyp ist egal, gell? Aber er soll schon vorhanden sein, gell? Also ehrlich zu sein, es gibt auch den Void-Zeiger, gell, aber den lassen wir heute mal weg. Gell. Also wir sagen, der Zeiger braucht einen Grundtyp. Gell. Und dann geben wir das Sternle an, gell, und damit gehen wir jetzt den Zeiger hier definieren. Gell. Okay, wir haben noch nichts hineingeschrieben, gell, also er hat also einen zufälligen Inhalt, gell, eine Zufallsadresse, gell, aber er existiert jetzt. Gell. So, wie können wir jetzt etwas hineinschreiben? Durch eine Zuweisung, gell? Also Name des Zeigers ist gleich die Adresse einer Variable, gell? Wir haben gesagt, es kann eine Adresse drinnen stehen, gell? Also müssen wir die Adresse von irgendetwas finden, gell? Wir könnten einen anderen Zeiger zuweisen, sagen, ein Zeiger ist gleich der andere Zeiger, gell? Wir können aber auch sagen, der Zeiger ist die Adresse einer Variable. Und dabei ist zu beachten, dass der Typ des Zeigers gleich sein muss wie der Typ der Variable. Gell? Ist das eine Integer-Variable, gell? Dann ja, soll man auch einen Integer-Zeiger verwenden, gell? Weil sonst machen wir nur Chaos. So, das ist jetzt das eine, Umgang mit der Adresse, aber das andere ist jetzt der Zugriff auf den Speicher. Gell? Und der Zugriff auf den Speicher erfolgt durch das Dereferenzieren, haben wir gesagt. Gell? Das heißt, aber wie macht man das Dereferenzieren? Das machen wir, indem wir auf den Zeiger zugreifen, und zwar mit dem Sternle-Operator. Gell? Mit dem Sternle-Operator, gell, vor dem Namen des Zeigers, greifen wir also nicht auf den Inhalt des Zeigers zu, wo die Adresse drin steht, sondern auf den Inhalt des Speichers, gell, der
dort ist, wo eben die, von dem wir die Adresse haben, gell? Okay, wenn wir also die Referenzierzeigername da machen, gell? Dann würden wir auf den Inhalt der Variable da zugreifen, die wir vorher zugewiesen haben, gell? Also das Dereferenzieren bezieht sich da nicht auf den Zeiger, sondern auf den Speicher, dessen Adresse wir gespeichert haben, gell? Das ist jetzt, das sind die drei Konzepte. Einen Zeiger definieren, gell? Typ Stern, Name. Irgendwas hineinschreiben, brauchen wir eine Adresse, zum Beispiel Adresseoperator, Variable, gell? Und dann mit der Adresse, die wir gespeichert haben, auf den Speicher zugreifen, auf den wir eben zeigen, gell? Mit diesem Dereferenzieren, gell? Mit dem Sternoperator, gell? Schauen wir uns das mal an. Und zwar haben wir jetzt kleines Programm. Also wir haben ja das obere ein bisschen umgewandelt, haben da gesagt lokal A, das ist eine lokale Variable, Integer-Variable, gell? Die wollen wir eingeben lassen, gell? Jetzt schreiben wir kein Scanf selbst, sondern wir schreiben einfach eine Funktion und die Funktion soll das halt machen, gell? Was macht die Funktion? Funktion Eingabe, gell? Hat eine Schnittstelle und um jetzt eine Variable dann zurückzugeben, gell, einen Inhalt zurückzugeben, müssen wir die Adresse der Variable übergeben. Also müssen wir einen Zeiger in der Parameterliste haben, gell, in Stern x, gell. So, dann sagen wir Eingabe Doppelpunkt, gell, und dann sagen wir scanf und dann übergeben wir die Adresse auf das, wo wir es hinschreiben wollen. Und jetzt gehen wir nicht %x schreiben, weil %x wäre ja die Adresse der Variable x, die Adresse des Zeigers, aber die Adresse des Zeigers interessiert uns nicht. Uns interessiert die Adresse dieser lokalen Variable und die haben wir ja schon übergeben. Die Adresse der lokalen Variable steht in x, gell? Also müssen wir nicht nochmal die Adresse von der Adresse ermitteln, weil dann geht es nicht, gell? Sondern wir haben schon die Adresse der Variable, also übergeben wir das x. Also einmal die Adresse bilden reicht. So, und dann gehen wir raus, Inhalt von x, und Inhalt von x ist eine Adresse. Gell? Also ist das da %b und dann das x und dann dereferenziert x. Gell? Das ist jetzt ein Integer. Gell? Und dann machen wir dereferenziert x. Gell? So. Und jetzt, ja, jetzt gehen wir das da draußen doch auch raus, schreiben, okay, die Variable ist Inhalt und sie hat die Adresse, gell? Boah, gehen wir das mal probieren. Gell, also ja, gemerkt haben wir schon, oder? So. Und dann gehen wir dieses Zeiger ausführen. So, was geben wir rein? 5. So. Okay, und jetzt schauen wir. Also zuerst haben wir 5 eingegeben. Dann Inhalt von x. Inhalt von x ist eine Adresse. Gell? Welche Adresse? Die Adresse, die wir übergeben haben. Die Adresse von lokal A. Gell? Okay. Und das geben wir hier drinnen aus. Gell? Also dereferenziert. Zuerst Inhalt von x, das ist die Adresse. Und dann dereferenziert x. Schauen wir mal, was da rauskommt. 5. Zum Glück. Gell? Also was wir da eingeben haben, wird also, wenn wir dereferenziert x machen, ausgegeben. Gell? Warum? Weil dereferenziert, also x ist ja die Adresse auf die Variable, gell? Und dereferenziert geht uns dann den Inhalt geben. Gell? Also 5, perfekt. So, dann gehen wir zurück, gell? Und machen da die Ausgabe der Variable und ihrer Adresse. Gell? Und jetzt schauen wir, die Variable A ist 5, wieder gut gegangen, gell? Und die Adresse ist das da. Und was fällt auf? Das ist die gleiche Adresse wie x, gell? Also die Adresse der lokalen Variable lokal a, gell, ist gleich dem x. Gut, gell? Wir haben ja auch die Adresse von a von lokal a übergeben, gell? Okay? Also das ist die gleiche Adresse. Schön. Ja, zu Zeigern. Zeiger haben einen Namen, gell? Also in dem Fall hier haben wir das x gehabt, gell? Dann, sie haben einen Inhalt. Und der Inhalt eines Zeigers ist eine Adresse, gell? Okay, also der Inhalt eines Zeigers ist nicht ein Char oder Int, ja, könnte ein Int sein, weil Int gleich groß ist wie die Adresse offen, aber halt ist eine Adresse, gell? Okay. Dann hat
eine Größe. Der Zeiger selber hat eine Größe. Das ist abhängig von der Architektur. Gell? Also wenn wir eine 16-Bit-Adresse haben, dann haben wir 16-Bit große Zeiger. Haben wir eine 32-Bit-Adresse, gell? Dann haben wir 32-Bit große Zeiger. Gell? Gehen wir darüber hinaus, gell? Haben wir also die Möglichkeit, in einem Programm mehr als 4 GB zu adressieren, gell? Also im Programm selber. Gell, dann werden wir mehr als 32-Bit-Adressen haben, wahrscheinlich 64-Bit-Adressen. Gell? Mhm. Also das ist nicht die Größe des Speichers, auf den ich zeige, sondern das ist die Größe des Zeigers selber. Gell? Dann, der Zeiger hat einen eigenen Speicher von der Größe. Gell? Dort muss die Adresse gespeichert werden. Das ist die Größe des Zeigers. Gell? Mhm. So, hat er eine eigene Adresse? Gell, wenn ich also Ampersand Name des Zeigers mache, dann bekomme ich die Adresse des Zeigers. Nicht die Adresse, wo der Zeiger hinzeigt, gell? Nein, sondern die Adresse, wo dieser Zeiger gespeichert ist. Gell? Also wenn ich da das Ampersand davon mache, gell, dann bekomme ich die Adresse des Zeigers. Und er zeigt auf einen Speicher. Gell? Das ist das, was wir gesehen haben. Gell? Also, das, also wenn wir da dieses X haben, gell? Das zeigt dann auf den Speicher von Lokal A, weil ich die Adresse von Lokal A übergeben habe und die steht im X. Gell? Mhm. So, heute wollen wir eine kleine Übung machen, gell? Und zwar etwas mathematisch. Gell? Also die Mathematiker, die haben ja viel mit Tabellen gearbeitet und da wollen wir eine Tabelle machen. Die geht die Quadrate von den Zahlen, den ganzen Zahlen von 0 bis 10 ausgeben. Gell? Und das wollen wir so in einem CSV-Format ausgeben. Und da wollen wir die Quadrate bis 4. Grades, gell, dort ermitteln. Gell? Also da können wir so schreiben, was weiß ich, Quadrate.csv. Gell? CSV, das ist so eine Comma-Separated-Value-Datei, die wir dann mit einer Tabellenkalkulation anschauen wollen. Gell? Also machen wir n und dann, ja, das ist jetzt nicht einfach die Überschriften, n zum Quadrat, gell? Und dann, genau, und die Felder gehen wir mit einem Strichpunkt trennen, gell? Das können wir dann mit einer Tabellenkalkulation schön anschauen, gell? N hoch 3 und n hoch 4, gell? So, wenn n jetzt 0 ist, gell, dann ist 0 zum Quadrat 0, gell, und dann hoch 3 haben wir 0 und hoch 4 ist 0, 1, also 1, 1 zum Quadrat ist 1, 1 hoch 3 ist 1 und 1 hoch 4 ist 1, dann 2. 2 kommt zum Quadrat ist 4, gell, 2 hoch 3 ist dann, ja, das ist dann 8, gell, und dann 2 hoch 4 ist 16, gell? Ja, und dann ja, 3. 3. 3 zum Quadrat, das ist 9, gell? Dann 3 hoch 3, gell? Das ist dann 27, gell? Und dann haben wir 3 hoch 4, das ist dann 81, gell? Ja, und eine solche Datei wollten wir ja, praktisch ausgeben, gell? Und ja, und das geht dann doch so weiter, gell? Okay, also das wollen wir bis 10 machen. Gell? So in diesem Format wollen wir das ausgeben. Und dann können wir das mit einer Tabellenkalkulation anschauen. Gell? Und das ist jetzt ganz cool. Ich mache das einfach auf. Er sieht, aha, da steht der CSV dahinter. Er fragt schon, was ist das Trennzeichen? Semikolon schlägt er schon vor. Gell? Sage ich, okay. Gell? Und dann habe ich meine Tabelle der Quadrate. Und die will ich da einfach bis 10 dann machen, nicht nur bis 4, gell? Mhm. Schön. Okay. Ja, wie mache ich das? Das heißt, ich kann das jetzt ausgeben, ich will das aber am Ende dann, wenn ich da die Quadrate habe, das Programm, in die Datei speichern, gell? Das heißt also, ich will da Quadrate in die Datei speichern, das kann dann umgeleitet werden, größer, Quadrate.csv. Wenn ich einen solchen Aufruf habe, gell, dann landet die Ausgabe nicht auf dem Bildschirm, sondern in dieser Datei quadrate.csv und das ist im
Textformat und kann anschließend mit einer Tabellenkalkulation geöffnet werden. Gell? Das ist ja manchmal eine feine, nützliche Sache. Gell? Also das sind so Tabellen im Rohformat, nur Inhalte ohne Formatierung und so. Gell? Aber die Formatierung bei Berechnen sind nicht immer primär. Gell? Also, aber prinzipiell ist es eine sehr praktische Sache. Und das wollen wir heute programmieren.